Gestern um 2600 ist jeglicher Kontakt zum Visegrad-Relais abgebrochen. Ich habe Trupps geschickt, die seitdem vermisst werden. Und jetzt schicken sie uns. Der militärische Nachrichtendienst hält den Einsatz eines Spartan-Teams für eine Verschwendung wertvoller Ressourcen. Ich aber nicht. Commander? Das ist also die neue Nummer 6. Cat, kennst du seine Akte? Nur das, was nicht geschwärzt war. Hat sich schon jemand bekannt, Sir? Der MND hält es für lokale Aufstände. Vor 5 Monaten haben sie auf Harmony ein Relais beschossen, um unsere Augen und Ohren auszuschalten. Und dann 2 Frachter geklaut. Das darf hier nicht passieren. Reach ist zu wertvoll. Reparieren Sie das Relais, Noble 1. Sir, so gut wie erledigt. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Holland aus. Lieutenant. Commander, Sir. Ich bin Carter, der Chef des Noble-Teams. Kate ist die 2, Emil und George 4 und 5. 6, Sie kommen bei mir mit. Um ehrlich zu sein, Sie treten in Fußstapfen, Lieutenant, die der Rest des Trupps lieber unberührt lassen würde. Ich bin einfach froh, Noble wieder komplett zu haben. Eins noch, ich kenne Ihre Akte, auch das vom MND zensierte. Ihre Fähigkeiten werden uns sicher nützen. Aber wir sind ein Team. Also, keine Einzelaktionen mehr. Klar? Verstanden, Sir. Willkommen auf Reach. Und damit herzlich willkommen zu Reach, ne? Sehr schön, gefällt mir. Hab richtig Bock. Aufgepasst, Noble Team. Es geht um eine defekte Relaisstation, 50 Kilometer von Visegrad entfernt. Und dann wird Cat sie reparieren. Kann's kaum erwarten, Commander. Sir, warum sollten Rebellen Reach kommunikationsfähig machen wollen? Vielleicht kannst du ja fragen, George. Commander, kein Signal zum Hauptquartier mehr. Alternative Kanäle? Suche? Nada. Irgendetwas blockiert uns. Ihr habt's gehört. Funkloch bestätigt. Das wird ein Ausflug ohne Kommando. Ich bin jetzt schon einsam. Abschlussversuche wahrscheinlich. Bleib auf Distanz. Ja, Sir. Bleib konzentriert. Achtet auf eure Sektoren. Da ist die Kommunikationsstation. Notrufsignal empfangen. Ja, ja. Die ist gut, die Einstellung. Das kommt vielleicht von den vermissten Soldaten. Setzen Sie uns dort ab. Behalte den Himmel im Auge, Sir. Los geht's, Sex. Okay, Noble Team. Ausschwärmen. Ihr rückt nach und passt auf. Notruf kommt aus dem Süden, Kommande. Wir sind nah dran. Gebäude 3-4. Sieht von hier frei aus. Roger. Augen auf. Augen auf. Raum beim nächsten Gebäude, Boss. Das sehen wir uns näher. Noble Team. Angriffsgenehmigung erteilt. Aber passt auf. Wir müssen uns ja nicht groß ankündigen. Scheiß Vogel. Mann. Ha. Geh ins Haus. Aber leise. Ich bin direkt hinter dir. Noble 1, Hitzesignale im Gebäude voraus. In dem
Menschen nach Bewegung! Auf die Knie! Los! Das sind keine Rebellen, das sind Bauern. Das sieht man doch. Frag sie, was sie hier machen. Mit Kräste geht. Wird nimmer geduckt mit Holly. Verstecken, Sir. Taken ab Adje, was som sie dort isch a Jordadjad. Sie kulte sas. Die Nachbarn wurden letzte Nacht angegriffen. Er hörte Schreie, Schüsse. Gegen Morgen war's vorbei. Er sagt, etwas hätte seinen Sohn getötet. Etwas? Commander, empfange Hitzesignale im Gebäude unmittelbar östlich Ihrer Position. Over. Verstanden. Bringt sie wieder rein. Osman Tambefli, Kerik. Dann wollen wir weiter. Noble Team, im Laufschritt. Ich kann nicht mehr. Verdammt. Commander, was haben Sie vorgefunden? Over. Militärverluste. Zwei der vermissten Soldaten. Bewegung. Auf Bewegungsmelder achten. Was war das denn? Joan, siehst du irgendwas? Negativ. Nichts auf dem Wärmebild. Boss, Bewegung vor Ihrem Gebäude. Nach Westen vorrücken, Noble 2. Wir werden flankiert. Sie greifen unsere Position an. Verflucht! Allianz! Angriff! Angriff! Unterstützung! Jetzt geht's los. Sie wollen in den Keller. Wir müssen nach unten. Banshees! Achtung, Charlie 1! Hier unter Beschuss! Hier war die Pistole, das weiß ich nicht. Das war gute Arbeit. Ich komme! Weitere Ziele erfasst. Noble 1, feindliche Landungsschiffe. Falcon kommt zur Unterstützung. Aktivität im Nordosten. Sechs und ich halten euch am Boden den Rücken frei. Treffpunkt bei der Station. Noble 3, brauche Lufttransport. Over. Oh, an die Arbeit, Noble. Wunderbar. Bring mich ans Ziel. Na, komm her. Feinde gesichtet. Genau so. Nicht nachlassen. Leg sie um. Noble 1. Hitzesignale im Gebäude voraus.
Raus, raus, raus. Weiter, ne? Und da kommt er noch. Das waren wohl alle, Lieutenant. Dann rein da. Zack. Boss, registriere mehr Aktivität im Osten. Sollte man sich ansehen. Router 3, tritt auf den Weg. Das wird Spuren hinterlassen. Entschuldige dich. Boss, wir empfangen ein Notsignal. Mayday, 3 Charlie 6, hört mich jemand? Wurden von Allianztruppen angegriffen. Die Allianz ist auf Reach. Wiederhole, die Allianz ist auf Reach. Die Soldaten. Los geht's, 6. Wir müssen herausfinden, wo der Notruf herkommt. Bei allem Respekt, haben wir nichts Wichtigeres zu tun, als Streuner aufzulesen? Niemand wird zurückgelassen. Sag Bescheid, wenn du sie siehst. Noble 1, mögliche Verbündete südlich ihrer Position unter Beschuss, over. Wir werden angegriffen. Wiederhole, Mayday, Mayday. 3 Charlie 6 werden von der Allianz angegriffen. Bin verletzt, kann die Position nicht halten. Wir müssen die Soldaten finden. War das hier? Ich weiß es doch gar nicht. Alles so verwirrt. Noble 3, ja. Verstanden, Commander. Rufe Falcon Charlie 2 zurück. Auf Position bleiben. Das war wie im Lehrbuch. Achtung, Noble 1. Habe Landungsschiffe der Allianz gesichtet. Transport, auf Distanz bleiben. 6. Position halten. Landezone freimachen. Die Waffe fand ich immer geil. Den Multiplayer, mit der habe ich immer gerne geschossen damals. Da, wo ich noch gut war in Halo. Achtung, feindliches Landungsschiff kommt. Hier anhalten. Bugs. Corporal Travis, 3 Charlie, es ist die Allianz. Wissen wir, Corporal. Holen wir sie hier raus. Nicht nachlassen. Die Allianz ist uns nicht gewachsen, Noble. Vorsicht, da kommt ein Spirit! Wo haben Sie das denn gelernt? Erledigt. So muss das laufen. Kein Ziel in Sicht.
Steckt die Waffen weg, klar. Zielerei? Transport. Okay. Landezone frei. Evakuieren. Verstanden. Transport kommt. Ziele. Norbe 2, Lagebericht. Sind an der Relaisstation. Tür ist verschlossen. Mit Sprengzünder versehen. Kannst du ihn umgehen? Ich schneide uns einen Weg rein. Wird aber etwas dauern. Okay, wir sind auf dem Weg zu euch. Sehr schön. Aber das Spiel hat sich gut gehalten, auch mit den ganzen neuen, ja, was heißt neue Texturen, aber 4K-Texturen, HDR, also super, super. Nähern uns der Relaisstation. Setzen Sie uns im Hof ab. Landezone ist recht heiß, Sir. Landen Sie hier. 6, weiter geht's. Ich bin da. Macht sie ordentlich fertig. Wir sind da, liebe Leute. Verschuss! Wie läuft's mit dir, Cat? Dauert doch etwas länger, Commander. Bin etwa zur Hälfte durch die Tür. Kontakt! Halten Sie auf, bis Cat fertig ist! Mama. Vorsicht! Noble 6, Nachtsicht einschalten. Der Kontrollraum. Wo ist der Rest Ihrer Einheit? Wir wurden getrennt. Es klang nicht gut über Funk. Okay, Corporal, nicht bewegen. Wir holen einen Militärarzt. Mist. Plasmaschäden. Hier ist etwas. Das nehme ich, 6. Nicht Ihr Bereich. Der hier lebt noch. Na komm, raus mit dir. Minion, innen! Nee! Ist schon gut. Wir tun dir nichts. Schon, Schatzi. Halt still. Dann lass ich los. Mac, it's Warnack. Statusbericht bitte. Wir werden angegriffen. Kommt schon raus! Jetzt
entkommen. Er bitte Erlaubnis zur Verfolgung. Verweigert. Bleib am Eingang, 4. 2, kümmere dich um sie. 5 und 6, raus. Einsatzbereit. Da sind noch mehr. Ja. Scheuch sie raus, ich gebe Deckung. Was Schlechtes an sich. Helft Cat mit einem Verteiler. Kommt danach wieder her. Wie lange? Die Frage meines Lebens. Die Station läuft frühestens in 2 Wochen wieder. Das sind Plasmaschäden. Alle wichtigen Uplink-Komponenten sind durchgeschmort. Wir haben keine 2 Minuten. Deshalb zapfe ich die Überlandleitung an und verbinde direkt mit Colonel Holland. Sie stehen mir im Licht, Commander. Finde raus, was sie weiß. Wie heißt du? Wohnst du hier? Anevan George. Shara. Shara, Sepp Potterosodnev. Dein Dialekt kommt mir bekannt vor. Sopron? Dangari. Ein Freund? Vater. Scheinelom. Tut mir leid. Warum sollte es? Der Große vergisst manchmal, was er ist. Sie hat ihren Vater verloren. Sie muss in psychiatrische Behandlung. Da ist sie nicht die Einzige. Hört auf, alle beide. Lass sie frei. Der Vater bleibt hier. Danke, Sir. Signal. Es ist nicht konstant, aber vorhanden. Das reicht mir. Am besten nichts anfassen, sonst kommt es zur Entladung. Ich kann Sie kaum hören. Statusbericht? Over. Colonel, Noble 1 hier. Keine Rebellen. Die Allianz ist auf Reach. Bestätigen Sie. Wie bitte, Noble 1? Die Allianz? Positiv. Notfallplan Winter ist in Kraft. Möge Gott uns beistehen. Ja. Das war, glaube ich, die erste Mission zu Reach. Oder? War das so? Ich weiß es gar nicht. Achtung, Kilo 3-3 und Kilo 3-4. Ihre Landezone ist zu heiß. Verstanden. Dort, bereithalten zum Empfang. Ja, Commander. Koordinaten erhalten. Sofortige Kurskorrektur eingeleitet. Die Schwerbasis des militärischen Nachrichtendienstes wird von einem Allianzschiff der Korvettklasse belagert. Orbitalmunition ist gegenwärtig aufgrund der Sensibilität dieser Einrichtung verboten.
Leider konnte ich keine relevanten Daten zu feindlichen Truppen abrufen, doch die Verteidigung der Basis ist ungenügend. Der MND hat um den Eingriff des Noble Teams und dessen Hilfe bei der Sicherung der Schwertbasis gebeten. Okay, Leute. Das Schiff hat mir noch eine Weile am Hals. Kümmern wir uns um die Infanterie. Helft den Soldaten. Cat 6, los raus. George, Emil, macht euch bereit. Los geht's, Lieutenant. Angriff auf Schwert. Ja, liebe Leute, in dem Fall würde ich sagen, wir sehen uns, ich denke, morgen wieder. Weil ich möchte das, glaube ich, bis Dezember alles soweit durchkriegen. Deswegen werden höchstwahrscheinlich ein paar Formate entweder hinten anstellen oder ich mache 5 Tage lang Halo. Je nachdem. Und damit ich das so schnell wie möglich durch habe. Klar, die Spiele dauern alle nicht so lange, aber ihr wisst, was ich meine. Dann macht's gut, haut rein, euer Vogelmann. Ciao. Und ich speichere erstmal.